Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video von mir. Ich spiele heute mit euch das Spiel Primitive. Ein ja, sehr frühes Game, das habe ich bei IndieDB gefunden und ist von Ugly Stick Games. Ihr seht das hier unten. Natürlich kenne ich die noch nicht, Ugly Stick Games. Finde ich aber einen coolen Namen für einen Spieleentwickler. Und ja, das Spiel habe ich als Video gesehen, kurz auf seiner Seite bei IndieDB und hat mir so gut gefallen, da habe ich den angeschrieben und er hat mir erlaubt, tatsächlich ein Video von seinem Spiel zu machen, obwohl es eigentlich noch eine sehr, sehr frühe Version ist. Ihr seht es ja schon an dem Charakter und der Umgebung. Das Spiel ist natürlich noch lange nicht fertig, aber ich habe es auf dem Schirm und ich will es euch unbedingt zeigen. Gut, zudem kommt dazu, dass das im 60 FPS-Modus aufgenommen wird über mein Aufnahmeprogrammchen und ich jetzt ganz frisch eine SSD-Festplatte eingebaut habe, eine 120 GB große und die jetzt dementsprechend auch austeste. Ich wäre ganz glücklich, wenn ihr mir ein paar Kommentare da lässt, wie das bei euch so aussieht und wie das so bei euch läuft. Bei mir läuft das eigentlich ganz gut alles. Ich habe ja schon The Long Dark so aufgenommen, hat alles gut gepasst. Leider hat meine externe Festplatte das alles nicht ausgehalten und ist soeben verstorben. Ja, ich werde sie heute fürstlich begraben. Gut, ja. Ich will auch nicht ganz so lange quatschen. Gehen wir mal auf Start und gucken uns das Spiel mal an. Dann erkläre ich natürlich auch, worum es da geht. Und bam. Und damit herzlich willkommen auf der Map von Primitive. Ja, hier haben wir erstmal zur Begrüßung die Controls, also WASD, 1, 2, 3, IQ, alles Mögliche. Das wird uns im Verlauf aber noch weiter erklärt. Und ja, wir fallen erstmal runter. Gut, der Charakter ist ziemlich cool. Sobald ich irgendwie stehen bleibe, kratzt er sich am Hintern und riecht dran. Okay, er ist sehr primitiv, soll auch so sein. Gut, das, was das Spiel von uns will, ist ziemlich simpel, aber gleichzeitig auch sehr unterhaltsam. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, ein Lager zu errichten. Das Spiel will, gibt uns auch immer vor, was wir als erstes zu tun haben. Also mit WASD haben wir ganz normale Steuerung. Erstmal dazu springen können wir nicht. Mit der Maus können wir uns umdrehen, ist ziemlich fix noch. Also könnte ich die Sensibilität ein bisschen zurückschrauben. Dann haben wir mit der Taste 1 einen Speer. Den können wir sogar tatsächlich werfen, der bleibt sogar liegen und den können wir wieder aufheben. Und wir können zwar mehrere bauen. Dann haben wir auf der 2 eine Axt, aber die haben wir noch nicht gecraftet und Armor auf der nächsten Taste auf der 3. Und das alles müssen wir jetzt erreichen in diesem kurzen Vorstellungsvideo. Aber was das Spiel von uns wirklich will, ist, ihr seht es links, C. Ich soll ein Feuer errichten, denn hier wird jetzt mein Lager entstehen. Das bietet schon sehr gute Sachen, also ich sehe Holz, ich sehe Stein, also hier ist eigentlich Optimum. Also werden wir das tatsächlich sogar hier bauen. Bumm. So, als nächstes will das, weil das mit dem Holz auch zusammen verbunden ist, ich drücke mal H, die Taste V, einen Holzvorrat errichten. Das machen wir direkt daneben und sagt uns jetzt, dass wir dann Holz suchen sollen. So, jetzt haben wir immer noch das Holzvorrichte-Dings da, aber das können wir mit der rechten Maus wegklicken. Holz holen ist natürlich gleich so primitiv wie auch in Wirklichkeit schwer hier. Nein, Quatsch, wir hauen einfach auf den Baum rum und ihr seht, unten links kriegen wir jetzt Holz. Wir können maximal 20 Sachen sammeln und wir sehen auch schon ein Wildtier, was wir jagen können für Nahrung. Auch sehr praktisch. Das machen wir mal so. So, gleich haben wir 20. Und Holz ist ja sehr wichtig, weil das Feuer an jetzt immer brennt und das Holz wird aber durchaus verbraucht. Also muss man das immer sammeln. So, jetzt sollen wir einen Steinvorrat bauen. Den mache ich direkt daneben. Und N für Lebensmittel. So, den machen wir auch mal dahin. Okay. Hier sollen wir dann mit der Taste I unseren Inventar auf entleeren. Und jetzt sollen wir mit Taste X, mein Gott, das ist das Tutorial, also nicht erschrecken. Mit X sollen wir hier ein Crafting Table bauen. Den können wir noch nicht bauen, weil uns die Vorräte fehlen. Ah, wir haben Hunger. Nicht gut. Gar nicht gut. Das Vorratslager ist natürlich ratzeka leer und das müssen wir jetzt langsam füllen, was aber sehr einfach ist, weil ich hier echt eine geile Position habe. Position und sammle erstmal hier, ihr seht unten sammeln wir jetzt Fleischbrocken, aber das heißt einfach nur Essen. Und füllen so langsam unser Lager auf. Das ist nämlich ganz cool gemacht an dem Spiel, das gefällt mir richtig gut, hätte ich nicht gedacht. So, 20 mal haben wir, da gehen wir einfach hier hin, werfen das hier rein. Und sehen jetzt in den rechten Balken, wo diese Keule ist, die ganz über dem Kopf springt, füllt die sich langsam. Das können wir jetzt so lange machen, bis die voll ist. Also so viel brauchen wir noch nicht. So. Und dieser Vorrat, der wird auch immer voller. Man sieht das auch optisch. Also ist ziemlich cool. So. 20 Mal ist nur in so einem Busch drinne. Jetzt lege ich mal da rein.
Und es wird voller. Also man sieht es jetzt noch nicht. Ich mache es jetzt, bis man sieht. Damit man da auch was erkennt. Also ihr seht auf jeden Fall, unten rechts wird der Balken größer. Und langsam, weil wir ja wir sind ja nur eine Person, verbrauchen wir nur wenig. Aber mit der Zeit werden wir auch mehrere Personen werden. Also ich werde gleich Zelte bauen können. Und dann werden wir hier auf jeden Fall einen Mitbewohner bekommen. Also ich baue nur ein Zelt erstmal. Mal gucken, vielleicht kriegen wir mehr Mitbewohner. Aber die locken irgendwie mal die Gegner an. So, da seht ihr, es wird mehr. Finde ich cool. Macht Spaß, so zu sammeln, wenn man das auch sieht. Dass es einen Tag- und Nachtrhythmus gibt, wie gleich Nacht, logisch. Nach dem Tag folgt die Nacht und das Feuer geht an. Na, das nenne ich ja mal passend. Und wir sammeln jetzt erstmal Steine. Das will das Spiel ja von mir. Und dann brauchen wir gleich Leder. So, ihr seht auch, jetzt haben wir nur 19 Holz. Das Feuer verbraucht natürlich das Holz. Selbstredend. Ich klicke mal wie verrückt. Ihr hört das Klicken wahrscheinlich. Ich mag das eigentlich, wollte das eigentlich mal, aber wie soll ich das ausblenden? Da muss ich eine andere Maus haben. So, Steine kommen hier rein. Jetzt können wir mit der Taste Z den Crafting-Tisch bauen. Da ist er. Und das Crafting-Menü ist eigentlich ziemlich geil. Also ziemlich so simpel wie das Spiel selber. Wenn wir jetzt hier einen Speer bauen wollen, müssen wir den angucken. Wollen wir eine Axt bauen, müssen wir die angucken und klicken. Kann ich nicht, mir fehlen die Knochen. Ich habe auch noch nie Knochen gefunden. Und hier brauchen wir Leder und Knochen für Armor. Also ich denke mal, das ist Kleidung. Als nächstes wird das Spiel von mir Craft Something. Also irgendwas craften. Dafür brauchen wir aber wieder Holz. Aber das ist eine meiner leichtesten Übungen. Essen haben wir ja erstmal en masse. Und ich klopf drauf los. Immer so einen maximalen Stack. Also die Zeit, die nehme ich mir auf jeden Fall. 20 Stück. Und dann craften wir ein Speer. Dann ist das Spiel auch schon happy. Das ist ja so eine Art Tutorial. Und dann kann man hier nach dem Tutorial sowieso machen, was man will. Wird aber sehr schwierig. Das sage ich jetzt schon mal im Voraus. Achso, erstmal Holz da rein. Ist auch ganz cool, wenn man das voll macht. Stapelt sich das so auch richtig. So, ich mache jetzt ein Speer. Und jetzt will das Spiel von uns schon ein Zelt bauen. Das heißt also Mitbewohner. Auf der Taste Z ist das. Ist ein bisschen kompliziert noch, das Crafting-Menü. Können wir aber nicht, uns fehlt das Leder. Deswegen gehen wir jetzt jagen. Ich hoffe, ich habe nämlich noch nicht so ein Wildtier gejagt. Ein Wolf habe ich schon mal gekillt. Da habe ich Leder bekommen. Da ist eins. Boah, die sind ziemlich fix, ne? So, ich halt schon mal gedrückt. Der nimmt den immer wieder neu auf. Das ist das Praktische. Oh, oh. Das sind Wölfe. Der will mit mir kämpfen, wa? Oh. Okay, dann gibt einen Faustkampf. Oh, 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 oh. Das war ganz schön knapp. Unsere Energie füllt sich langsam wieder auf. Und wir nehmen den Speer mal wieder auf und jetzt holen wir uns mal das Leder von denen. Also es gibt 10 Leder und 10 Fleisch von dem Wolf. Erstmal 10 Leder. Und ihr seht, die Tiere leben hier so ziemlich eigenständig. Die jagen auch selber. So, 10 Leder und 10 Fleisch, das wollen wir natürlich haben. Kriegen langsam wieder Lebensenergie dazu. So, damit ist das Ding leer. Glaube ich. Wo ist unser Feuer da? Werfen wir alles hier rein. Das entleert sich sofort alles. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, glaube ich, für das Zelt. Das werden wir sofort bauen. Dann kriegen wir 9 Einwohner dazu. Und dann geht das Spiel erstmal richtig ab. So. Press E on your tribe member to order him to follow you. Okay. Press E again on any resource or animal to order him to hunt. Okay, wir müssen den mitnehmen. So. Da ist er. Du kommst jetzt mit mir mit. Oh, er redet sogar mit mir. Und der kriegt von mir jetzt den Auftrag, Steine zu holen. Das ist ja ziemlich einfach. Craft an item for the crafting table and give... Ach so, das kann ich denen sogar geben. Ist ja irre. Also, so weit war ich noch nie. Press Q to draw, okay. H. Dann kriegt er jetzt... Er sammelt jetzt Steine. Man sieht das. Das sieht man eindeutig, dass das nur eine Animation wird. Und ich hole schon mal Holz. Wir haben nämlich gar kein Holz mehr. Unser Lagerfeuer ist leer. Wie sieht es bei dem aus? Oh, hier kriegen wir das. Knochen!
3 Stück. Super, die Knochen, die haben mir noch gefehlt. Den Speer haben wir auch nochmal eingesammelt. Die haben natürlich nicht viel Lebensenergie, die Mitarbeiter. Ne? Die sterben sehr schnell. Ich habe es schon einmal ausprobiert, damit ich nicht ganz so doof dastehe. So, wir holen jetzt erstmal Holz. 17 kriegen wir, glaube ich, noch. So. Knochen werfen wir auch mal mit rein. Und craften tue ich ihn jetzt, das brennt das Feuer wieder, weil wir wieder Holz haben. Ein Speer. Hätten wir auch Feuer geben können, ne? Ich hatte ja schon einen. So, der bringt jetzt auch Steine. Okay, er macht's. Coole Sache, ey. Irre. Kuh. Ich habe Kuh gedrückt. Oh, ich habe den geschlagen. Jetzt hat er auch einen Speer. Jetzt habe ich nicht gerallt, wie ich denen was gebe. Eh. Aber er hat ja jetzt einen Speer bekommen. Er hat ja einen auf dem Rücken. Hat er die ganze Zeit einen auf dem Rücken? Da folgt mir. Craft Item for your. Ja, equipping. To the Toolbar 1, 2. Achso, ich muss jetzt equippen. Ah, now that you have tribe member, they will eat. Er will alles mein Essen essen. If you run out of food, you run out of food. Wir werden alle sterben. Und hier seht ihr die Nahrungsquellen. Sehr cool. Und ich glaube, das war schon das ganze Tutorial. Aber ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Er bekommt jetzt die Aufgabe von mir, weiter Stein abzubauen. Komm her. Und dann bauen wir jetzt noch ein Zelt. Leder brauche ich dafür. Und dann gucken wir mal, wie das hier so weitergeht. Obwohl wir könnten auch noch ein bisschen Essen gebrauchen, ne? Wenn wir jetzt schon so viele werden. Aber wahrscheinlich kriegen wir mehr Holz, wenn ich eine Axt habe. Und wir können die ja auch equipen. Mei, das ist ja voll cool gemacht. Für so eine frühe Version läuft das schon. Boah, was ein Schatten, er hat mir erschrocken. Sehr gut. Hier läuft auch noch ein riesen Gorilla rum. Der ist übelst der gefährliche Gorilla. Riesig groß. Und Festplattenfehler steht jetzt bei mir. Meine andere Festplatte. Nein. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Furchtbar, 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 furchtbar. Ich muss ganz kurz unterbrechen. Hoppla, da war ein Festplattenfehler. Den habe ich ganz vergessen. Ja, meine alte Festplatte ist noch verbaut. Und die macht immer diesen doofen Fehler. Haben wir jetzt Fleisch? Gut, ich bringe das jetzt erstmal weg. Ihr habt jetzt nichts verpasst vom Spiel. Da hinten sammelt er weiter fleißig Zeugs. Das klappt tadellos. Da hinten haben wir einen Wolf gehabt. Der greift natürlich auch meinen Einwohner an. Das hat nicht geklappt. Wo ist der hingeflogen? Egal. Wir werden das schon irgendwie meistern hier. Wir brauchen Essen nicht. Wir brauchen Leder. Genau, Leder habe ich gesagt. Der Festplattenfehler hat mich jetzt ganz aus dem Konzept geworfen. Verdammt. Da hinten haben wir Viecher. Ich habe 5 Speere. Das ist aber auch noch ein Bug, würde ich sagen. Der Wolf ist meiner. Leder. Brauchen wir nur noch ein zweites Zelt. Und Holz brauchen wir, aber das kriegen wir ganz schnell. Er packt sich manchmal eine Stirn, ne? Oder hat er gerade wieder an seine Hand gerochen, der Lümmel. So, Fleisch, Leder. Oh, man kriegt ja alles, was man braucht, ziemlich fix hier. Die Sounds sind noch ziemlich, ja, interessant. So. Vollspeed Richtung Lager. Wo ist denn das Lager jetzt? Ich habe schon wieder verloren. Wo wohne ich? Ah, dieser Festplattenfehler. Der hat mich jetzt ganz aus dem Konzept gebracht. Hier wohne ich doch gar nicht. Nein, wo ist mein Zuhause? Da. Nein, das sind nur Steine. So weit kann ich doch gar nicht weg gewesen sein. Verdammt. Das müsste da oben. Ja, doch da. Ich sehe es. Ich sehe es. Ach, Gottes Willen. Das heißt, ich muss einen Schnitt reinmachen, einen Peinlichkeitsschnitt, aber hab's ja doch noch gefunden.
So, was habe ich jetzt gesammelt? Essen und Leder. Der Kollege ist echt fleißig. Der holt Steine für Steine. Da sehen wir schon, Lager füllt sich. Den können wir auch eine andere Arbeit gleich geben. So. Wir haben jetzt 10-mal Leder, Steine. Wir brauchen noch Holz. Kollege. Warte, komm, du kannst was anderes machen. Komm mit. Freund. Und sorg für Holz. Oh, die Wölfe, ich höre sie schon wieder. Ja, er macht's. Ich auch. Da ist ein Wolf. Und dann bauen wir noch ein Zelt. Und dann haben wir eigentlich schon, ja, hier noch den Bossgegner. Den können wir einmal suchen gehen, während meine Armee ja hier weiterarbeitet. Oder gekillt wird. Aber wir sollen doch immer noch Essen deponieren, laut Aufgabe des Spiels. Vielleicht machen wir die Aufgaben erstmal, vielleicht simpler. So, Holz haben wir jetzt, 28, genau, jetzt bauen wir noch ein Zelt. Oh, das ist aber taktisch nicht so klug geworden. Du, was brauche ich denn für einen Knochen? Du kannst weiter Stein holen, oder? Auf jeden Fall kommunizieren sie miteinander. Der kann auf jeden Fall Steine holen. Was soll's, dann haben wir schon mal Ressourcen. Und ich soll Essen Deposit. Ha. Good luck. So. Ja, mein Dorf lebt, sagen wir mal so. Was brauchten wir denn für die Axt? 10 Knochen, das ist natürlich viel. Wir haben ja gerade einen Wolf getötet, da hinten ist noch einer, aber wir müssen den... Ne, die geben bestimmt auch Knochen. Das Werfen ist nicht so leicht. Nein, nein, nicht wegrennen. Das ist ein bisschen unfair. Also kann ich aber lange jagen, also werde ich nicht wirklich viele Würfe finden. Super. Gib meine Speer wieder. Kaum nervige Musik. So, ich laufe mal ganz schnell geradeaus, hol mir einen Mitarbeiter ab, damit er mir hilft beim Fleisch holen. Oh! Der wurde angegriffen. Ist er jetzt tot? Na, der ist ein bisschen buggy jetzt, ne? Der ist jetzt ein bisschen buggy, leider. Aber wir haben ja Holz und ja, wir werden jetzt ordentlich Ressourcen bekommen. Du kannst mitkommen. Und mir beim Fleisch holen helfen. Mein Dorf verbraucht nämlich ganz schön viele Ressourcen. So, wo haben wir die Tiere gehabt jetzt? Da hinten liegt eins. Oh. Ja, bleib du mal schön buggy. Hilf mir jetzt. Hier ist nur eine Menge Ressourcen. Und ich brauche Leder und. Knochen. Für die Axt, die möchte ich noch schaffen. Da wir das einmal sehen möchten. Also ich jedenfalls. Aber dafür müssen wir jetzt 2-3 Mal hin und her laufen. Bisschen doof. Gas. Geschwindigkeit. Und er da hinten bleibt im Baum hängen wahrscheinlich. Der ist wahrscheinlich tot. Oder? Ist er das da hinten jetzt? Nö, der lebt noch, der holt Holz, tatsächlich. Und er Stein, nö. Ich dachte, den hätte ich beim... Na egal. Habe ich ihn wahrscheinlich nicht richtig in Auftrag erteilt. Oh Gott. Jetzt finde ich das Tier nicht mehr. Naja, da liegt's.
Und welches davon haben wir gelootet? Das hier. Oh. Boah. Voll die Tollwut, das Vieh. Ah, Problem gelöst. Der hat jetzt wieder Knochen gegeben. Das schaffe ich, glaube ich, diese Folge echt nicht. Boah. Ressourcen en masse hier, ehrlich. Hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Muss ich zugeben. So. Speed. Da ist mein Dorf am Arbeiten, am Malochen. Ja, mit der Maustaste. Das Lager füllt sich. Und echt, das rennt er doch dahin. Weißt du denn eigentlich, was du willst? Nee, er weiß es nicht. Leder. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich Knochen. War wahrscheinlich eher hier. Fleisch. Ja, da sind die Knochen. Wir müssen uns den Wolf merken. Können wir uns von dem gleich ernähren? Voll. Und, boah, schon wieder ein Tag um. Ich habe ihn jetzt irgendwie angequasselt. So, da liegt der Kadaver. Und da gibt es die letzten Knochen. Na, muss das als Wolf lesen können, sonst kriegt man da nichts. Fleisch. Komm, jetzt Knochen, 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 Knochen. Ja, da haben wir sie alle. Auf zum Lager, dann mal die Axt craften und gucken, was wir damit reißen können. Das ist wahrscheinlich die ultimative Waffe hier. So, alles im Lager. Jetzt habe ich eine Axt. Wir haben sie in der Hand. Gut, mein Ziel habe ich erfüllt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit der Axt alles machen kann. Ich renne mal wie bekloppt einfach irgendwo hin. Ja, hier kriegen wir mehr Holz, sehen wir gerade. Das funktioniert auf jeden Fall. Und ich denke mal, eine sehr gute Waffe ist es auch. So, ich renne jetzt nochmal bis zu den großen Felsen da hinten, weil ich da glaube, da ist der große Gorilla. Den wollte ich euch am Ende noch zeigen. Oh, die Musik passt ja eigentlich ganz gut, ne? Beim Laufen. Ja, ich glaube, das ist das Lager von dem großen Gorilla. Der ist, nachts macht er sich auf Touren und klaut einfach aus unserem Lager was. Pilze haben wir hier auch als Nahrungsquelle. Nee, aber hier ist eigentlich der große Gorilla. Ja gut, es gibt auf jeden Fall Wesen. Wenn ihr sehen wollt, dann ladet euch das Spiel selber runter. Das funktioniert ganz gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Ein Angespielt. Bis dann, Leute.